So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, der letzte Part sollte übrigens wieder HD gewesen sein. Ich hatte tatsächlich das Profil einfach verstellt. Oder das Profil hat sich von selbst verstellt, ich weiß es nicht. Aber man kann hier bei diesem Game Capture HD, kann man Profile einstellen. Und da ist irgendwie ist verrutscht. Man weiß es nicht so genau. Okay, ich wollte mir jetzt mal das Rasierer-Level angucken, mit dem das Kaizo SMW-Rasierer-Level. Ich weiß gerade nicht, wo es war. Da. Nur mal reinschauen. Wenn es zu krass ist, gehe ich gleich wieder raus. Denn bisher ist es ein Uncleared Level. Und das ist halt was, was mich natürlich wieder reizt, der Erste zu sein. Jo, der wird jetzt nicht rausschießen, ne? Ich muss da drüber springen. Das heißt, der schießt erst jetzt und dann muss ich da auch... Achso, kann ich den antriggern? Ohne die Plattform auszulösen? Ja, Mist. Achso, oh ja, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Wenn ich den, dann, so, ja, okay, ich habe es verstanden. Ich trigger das Ding mit der Plattform an und dann erst gehe ich drüber. Okay. Ihr dürft zählen, wie oft ich an dem Viech am Anfang sterben werde. So, und jetzt mache ich sozusagen dann den hier. Ah, es hat nicht gereicht. Bisschen später noch. Bisschen später noch. Okay. Das war zu spät! Nein, es hat gepasst! Okay, wir sehen mehr. Oh boy. Boah, ich habe ihn erwischt, aber ja, ihr habt selbst gesehen, ich habe noch die Stacheln mitgenommen. Okay, aber es ist tatsächlich, ne, Kai, so wie man es von SMW kennen würde. Was heißt kennen würde, wie man es von SMW kennt. Genau solche Sachen macht man im Kaizo SMW. So, was ist mit Yoshi? Wo drauf steht der? Ah. Ja, wait, ich hab nichts im Mund. Hä? Kann ich das Ding futtern? Und dann... Ja. Ich muss das Ding futtern können, sonst komme ich nicht weiter. Oder habe ich eine Shell verpasst hier irgendwo? Nee. Reicht. Okay, reicht. Ich muss das Teil hier essen können. Ich bin verwirrt. Ich weiß gerade nicht, ob man die essen kann hier in Mario Maker. Ist im Original ja nicht. Na? Im Original würde jetzt ja hier... Aber ich muss ja... Ich brauche ja was im Mund. Ich muss den im Mund behalten können. Hä? Oh mein Gott. Ja, okay. Hilfe. Das war zu wenig. Nee, es reicht. Och, ein Mensch. Ja, stimmt. Ist ja kein Rekord da. Ich wollte gucken. Wie lange hat Rasierer dafür gebraucht? Okay, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich mich mal spoiler. Also, so weit sind wir gewesen und... Okay. Irgendwie geht man dann dazwischen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist aber ein Checkpoint. Aber man erkennt jetzt natürlich nicht, was hier alles gefordert ist.
glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Für einen Part, in dem ich mehrere Level spielen möchte. Wir gehen einfach mal. Vielleicht kommen wir später mal wieder dahin zurück, aber wir gehen jetzt einfach mal dorthin, wo wir gesagt hatten, muss ich weitermachen. Das war dieses Easy, halt, das war weiter oben. Das Ding von Airmaid war das. Easy der, genau. Trollrush hatten wir uns angeguckt, habe ich dann gelassen. Definitely not Desert Boss. Hat auch keine Abschlussrate. Ist das eine Hommage an dieses Mist-SMW-Hack-Ding? Wo man einfach nur... Oh nein. Das könnte erklären, warum es keinen... Aber er kann es ja hier gar nicht so lange gebaut haben wie in dem SMW-Hack. Also das geht ja gar nicht. Moment, habe ich sowas nicht schon mal gespielt sogar? Ich meine mich zu erinnern, dass da dann Sprünge kamen, die ich nicht geschafft habe. Wait, ich will die Münze gar nicht haben. Ich will da oben durch. Das muss ich jetzt machen. Nein, 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 stopp, ich muss... Komme ich denn jetzt da runter, ohne dass der kaputt geht? Scheiße. Mist, wäre hier das Ziel? Was ist jetzt passiert? Oh Gott, aber ich habe die Sprünge hier geschafft. Das war ja wild. Da komme ich doch nie wieder drüber. Nein, du darfst nicht jetzt schon kaputt gehen. Gut, die Sache ist natürlich auch die. Ah! Das ist jetzt schon wieder Kacke. Weil einen Hit brauche ich nachher. Ah, shit. Und die Sache ist ja die, es könnte ja sein... dass man... Nein! Es könnte ja sein, dass man, vom Ziel nochmal so ein Auto bekommt, ne? Das ist ja... Ach, Mist! Ich wollte noch mal in den anderen Raum reinschauen können. Das hat nicht hingehauen. Stopp. Was ist hier oben? Das ist aber nicht... Das glaube ich nicht. Nein, 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 das macht er nicht. Das ist nicht, was ich denke. Das ist Safe Troll. Das ist Safe Troll. Das ist viel zu... Das ist schon viel zu nervig gebaut, um überhaupt hochzukommen, als dass... Der will, dass man das ausprobiert. Das führt niemals zum Ziel. Du musst es trotzdem ausprobieren. Oh, come on! Kann ich nicht hier am Rand? Warte mal. Oh, ist das unangenehm. Killt der mich? Oh, no. Natürlich! Oh, die Idee, wir lösen nicht alle aus, dann habe ich ein paar Lücken, die ich reinspringen kann. Scheiße. Beim nächsten Mal dann. Okay. So, was ist da drin? Nice!
So, einmal noch nach oben. Ja, scheiß drauf. Ich wollte doch Lücken haben. Es klappt ja alles hervorragend. Mensch. Okay. Ach so. Ja gut, dann haben wir das jetzt geklärt. Danke, dass wir drüber geredet haben. Jetzt muss ich hier nochmal durchkommen. Oh Mann, ich hatte es einmal. Das ärgert mich jetzt mega. Ich werde das nicht nochmal hinkriegen. Ah, nee! Nee! Oh Mann! Wenn ich jetzt das Auto zumindest zum Ende bekommen würde, hätte ich in die Box nochmal gehen können. Oh, das ärgert mich total, dass wir da oben waren und dann ich es nicht geschafft habe. Aber kann ich nicht irgendwie... Mist. Aber wie habe ich das gemacht beim ersten... Dass es immer beim ersten Mal funktioniert und dann wieder. Das ist so eine scheiß Regel. Ich will das nicht. Ich will, dass diese Regel einfach nicht gilt. Soll einfach nicht gelten. Nein! Ja! Ja! Yes! Aber das Problem ist, jetzt komme ich da wieder nicht runter. Zumindest nicht ohne. Die Frage ist halt, kann man mit dem Auto überhaupt darunter? Das ist ja das, was ich nicht weiß, ne? Ich glaube, das kann... Ich kann mit dem Auto da gar nicht runter, oder? Und ich kann doch mit dem Auto eh nicht in die Röhre. Alter! Hä? Kommen wir nicht mehr mit Mario in die Röhre. Was? What? Hä, und ich käme eh wieder nur da oben raus? Ach so, ja doch, das würde funktionieren. Ist hier irgendwas, was ich brauchen kann? Nein. Aber wie kommt man denn... Mit dem Auto komme ich doch nicht in die Röhre rein. So, hier will ich doch gar nicht mit dem Auto hin. Doch fake. Das ist doch fake. Ich komme hier nicht rein. Oder wenn man rennt? Kommt man da rein, wenn man rennt? Yeah, oh mein Gott. Das war eine schwere Geburt. Okay. Nein, das war schlecht. Nein! Nee, okay. Das reicht mir von dem Level. Uiuiui. Kein Kommentar dazu. Das sieht aber jetzt wieder nach einem normalen Level von Airmade aus. Soll es auch geben. Normale Level von Airmade. Da habe ich was gesehen. Oh.
dahin. Hier vielleicht. Ach, egal. Ist nicht so wichtig. Ist ja nur eine 10er-Coin. Vielleicht gibt es irgendwo einen Propeller. Ja, oder so. Oder so. Wenn ich sie schon gesehen habe, hole ich sie mir auch. Hui. So. Das hat's gebracht. Ja, aber das ist tatsächlich ein ganz, ganz gewöhnliches Level. Ganz ungewohnt, ne? Ganz ungewohnt auch mal wieder ein normales Level zu spielen in diesem Part. Ach, guck mal, da ist noch eine Eichel. Hui. Ich mochte das Item ja anfangs irgendwie nicht so, aber mittlerweile finde ich es echt cool. Man kann damit ganz viel Quatsch machen. Oh, zum Beispiel da hochgehen. Jetzt nicht mehr. Ziel. Yes. Okay. Schönes, normales Level. ...21 Sekunden. Nee, das versuchen wir nicht. Gut, das haben wir. Das sieht gefährlich aus. Das sieht brutalst gefährlich aus. Das werde ich wohl nicht... Hört man, dass der Laptop gerade super laut rauscht? Hey, die fahren gar nicht weg. Ach so, das ist nur Deko. Ach so, hier ist das eigentliche Level oder was? Ne, das sind die Reset-Door. Ach, hier ist das Level. Okay, den kriege ich nicht weg. Der bleibt da drin. Aber ich kriege einen Pilz am Anfang. Und ich muss den Kollegen hier losschicken. Und dann. Achso, nee, da komme ich einfach mit dem. Fahre ich einfach mit. Aua. Die müssen irgendwie weg. Aber den kann ich nicht losschicken. Ach, ich kann hier runter. Und jetzt sind die Dinge hier weg. Okay, verstanden. Pilz ist wichtig. Moment, ich krieg den weg. So. Aua. Ah, ich muss den Swamp und dann das auslösen und dann damit hier hoch. Okay. Ein neuer Pilz wäre cool. Ah! Nee, lass mich in Ruhe. Überall wird mir beschossen hier. Okay, jetzt. Ah, jetzt muss ich das Springboard holen. Verstanden. Nein, ich hätte das Springboard erst. Oh. Frech. Das ist ja frech. Da kann ich nicht einfach dann jetzt. Nee, das ist zu hoch. Wow. Nein. Oh Gott, 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 oh Gott. Nein. Nicht dahin. Oh boy, der gefällt mir nicht. Okay, auslösen, Abflug. Oh, ich dachte, es trifft mich. Nein. Ah, okay, der bleibt. Ah, oh, ich muss wieder umstellen. Oh no. Oh no.
Oh no. Ist jetzt noch da? Ja. Hilfe. Weg da. Nein, ich brauche den noch. Oh Gott. Ah, ich dachte, ich falle da rein. Da ist ein Checkpoint. Ich habe den jetzt erst gesehen. Oi, oi, oi. Okay. Sind die nur Deko? Ich löse einfach alles aus, was ich habe. So. Ah. Hopp. 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 Okay. Warum lachst du mich aus? Ja, habe ich schon, danke. Nein! Okay, gut, dass sie da ist. Ah, Mist. Okay, jetzt löst der das da unten aus. Und dann kann ich hier den mehrmals drücken. Bumm. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich komm nicht raus, ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Oh Gott, das... Das war's. Komplett. Okay. Einmal in die Richtung. Oh, boy. Da ist nur ein Leben, das will ich gar nicht. Nein! Oh! Habt ihr das gesehen? Das war ja komplett verrückt. Wait, wo habe ich den Schlüssel jetzt herbekommen? Oh, nicht mitbekommen. Okay, Abflug. Ich habe schon einen Schlüssel. Ich glaube, ich sollte den Schlüssel nicht bekommen. Ich glaube, der wäre für den... ne? Lol. Ich glaube, der Schlüssel kam von dem Bossfight, der im ähnlichen Raum war und sollte noch gar nicht kommen. Ich glaube, so war das. Sorry. Aber ich hatte schon Schlüssel. Jetzt weiß ich leider nicht, wie der Bossfight ausgeht. Den hätte ich jetzt tatsächlich doch gerne mal rückblickend mal ausprobiert, aber jetzt ist er leider zu spät. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Vicaris. Dann hören wir uns jetzt noch das Origami King Boss Battle Theme an. Was großartig ist. Ich bin gespannt, wie er es umgesetzt hat. Überhaupt das ganze Spiel ist großartig. Ich habe es ja selber nicht gespielt, nur gesehen. Aber also, ich muss sagen, die Paper Mario Spiele, da hat Nintendo schon richtig viel Kreativität reingesteckt. Ach so, ich sollte das... Ja. Ups. Ich dachte, das ist ein Level zum Spielen. Das ist nur ein Level zum Anhören. Sorry. Es ist aber schon schwierig, das zu porten, ne? Das muss man schon sagen. Okay. Ah, ich dachte, das wäre ein Lauflevel.
War es leider nicht. So. 4 Jahre Mario Maker Scarlet Overworlds Rhapsody, 6%. Gucken wir rein. Oh, das ist jetzt halt random, ne? Oh Gott. Oder ist das... Oh, boy. Checkpoint ist gut. Schade. Dachte, ich räume den mal ein bisschen weg, aber... Der wollte nicht so weggeräumt werden. Komme ich schnell genug hin? Ich weiß es nicht. Ich würde den gerne wegräumen. Jetzt. Vielleicht ist es eine ganz schlechte Idee. Vielleicht ist es eine ganz schlechte Idee. Okay. Ich meine, er verabschiedet sich hier ja eh. Das hätte ich vielleicht bedenken können. Aber kommt jetzt gleich wieder der Random Bowser dann? Oh Gott. Ach, jetzt gibt's einen ganz anderen Weg. Hä? Okay. Zwei. Einfach mal so viele rote Münzen mit, wie wir können. Wir konnten jetzt ja noch nicht alle mitnehmen. Jetzt muss ich den anderen Weg dann gehen. Also hier, genau. Und dann hier, okay. Und jetzt die andere hier noch mitnehmen. Wait, welche fehlt mir denn jetzt? Da oben ist eine, die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Die habe ich gar nicht gesehen, alles klar. Ja, kein Problem. Ja, easy. Und hier ist Torte und Gebäck und... Nom nom nom. Tohu! Zack! Sehr schön! Di-di-di-ding. Cool! Sehr schönes Level! Entschuldigung für Geld! Hey, haben wir das nicht... Also bei dem WBC-Typ, ne? Ich werde das Gefühl nicht los, dass der ein paar Sachen reuploaded hat oder wir das schon mal gespielt haben oder keine Ahnung. Ich dachte, wir haben das schon mal gespielt. Oder ich habe es nur gelesen und nicht gespielt. Aber es kommt mir halt auch echt bekannt vor. Ich glaube, das sind Reuploads, weil er irgendwas anders gemacht hat. Und dann sieht man ja leider nicht mehr. Ja, das haben wir. Ja, das hat... ich bin schon mal in den Typ da reingesprungen. Das haben wir alles schon mal gemacht.
Aber es hat ja funktioniert, als Road to ein Re-Upload. So, selbst wenn irgendwelche Schönheitskorrekturen oder so zu machen waren, dann ist es halt ärgerlich, weil dann andere nicht mehr angezeigt bekommen, dass sie schon mal gespielt haben. Egal, haben wir es nochmal gespielt. Ist ja ein cooles Level. Aber verstehen tue ich es nicht. So, haben wir noch was Kurzes? Super Mario Medley. Das haben wir safe nicht gespielt. Aber geht auch schnell. Mach es wieder zum Hören. Künstliche Softlocken, nice. Vielleicht war ein Block da, ich weiß es nicht. Da sind die Leben, die ich brauche. Okay. Ein Level weniger auf unserer Liste. I guess. So, Munchies. Nur 21 Sekunden. Ja, das kriegen wir noch hin. Let's go. Ah, okay. Ist das mein Ernst? Ist das mein Ernst? Das war belastend. Ah. Also. Halt, warum gehst du nicht hoch? Kann man hier eigentlich rein? Schade. Hätte ja ein Secret sein können. Also man muss die erst ein bisschen antriggern und dann kommen die. Okay. So, euch brauche ich nicht. Dich brauche ich. Da sollte ich eher gehen, wenn die weg sind. Na, genau die Lücke. Genau die Lücke, ist es denn zu glauben? Oh, das war nicht so klug. Oh, no! Kann ich eigentlich? Nein, okay. Keine Speedrun Tactics, alles gut. Keine Speedrun Tactics. Aber da gehen wir über den Koopa. Da gehen wir gar nicht über die Mancha. So.
Da gehen wir über den Koopa. Das ist viel angenehmer. Genauso wie hier. Oh, no. Genauso wie da. Da gehen wir auch über den Koopa. So. 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 Da gehen wir. Oh, no. Also das sind gerade Spielleistungen, für die möchte ich mir schon so ein bisschen die Haare ausreißen eigentlich. Okay. Was ist denn mit dir verkehrt? Dass ich immer die Lücken treffe und da drüben ist der Checkpoint. Oh Mann, was mache ich denn? Das ist doch echt nicht schwierig. So. So. Warten. So. Zack und ab dafür. Oh no! Das hat gut funktioniert. Warten. Und ab dafür. Wir können es ja hier einfach mal fallen lassen, dann passiert ja auch nichts weiter. So. Dann ist es doch jetzt schlau, ich gehe einfach hier drüber, wenn jeder Checkpoint kommt. So. Ich brauche die Hälfte von den Dingern da ja gar nicht. Was ist das denn jetzt? Oh, no. Gut, dass da der Checkpoint war. Oh, no. Okay, das kann ich nutzen. Das kann ich nutzen. Wenn der direkt hochgeht und der andere noch nicht runterkommt, kann ich einfach hier drüber. Easy. Und da kommt was anderes raus, was ich nicht wollte. Okay. Also ein bisschen komisch ist das Level halt schon aufgebaut. Da kann ich wieder zwischenlanden. Ich verstehe vor allem nicht, manchmal kommt aus der oberen Röhre der Mann heraus und manchmal nicht so. Hey, jetzt kommt der untere gar nicht mehr. Was? Was? Warum? Müssten die nicht ungefähr gleich getriggert werden, weil es doch genau die gleiche X-Position ist? Oder funktioniert das bei Mario Maker anders? Weil vorhin ist der nicht gekommen, jetzt der obere, jetzt ist er gekommen und dann komme ich natürlich nicht durch. Hä? So, jetzt kommen sie gleichzeitig. Jetzt kommen sie gleichzeitig. Ich gehe einen Schritt vor. Immer noch. Dann gehe ich noch einen Schritt vor. Jetzt kommt der obere nicht mehr. Weil er nicht mehr im Bild ist, oder was? Kommt er jetzt wieder? Ach so. Das heißt, beim Mario Maker ist vor allem die Y-Position wichtig. Oh, no. Also nee, beides sind wichtig. Sowohl Y als auch X. Das heißt, wir gehen unten rum, dann kommt er oben nicht. Das habe ich noch gar nicht gewusst tatsächlich. Na, das war mir jetzt neu.
Also ich hätte es mir halt echt denken können. Also das hätte ich mir halt echt denken können. Da kann ich direkt rüber. Okay, da kann ich direkt durch. Sagte er und macht es nicht. So. Jetzt soll der rauskommen und mich nicht nerven. Dann kommt der raus und nervt mich auch. Da ist einfach das Ziel. Das ist halt echt kurz gewesen. Aber das Level hat irgendwie jetzt nicht so den... den Vibe gehabt, den Rabaross-Level sonst haben. Es hat mich zwar auch aufgeregt, aber... so stellenweise war es ein bisschen komisch. Vermutlich eben wegen diesen Geschichten mit der X- und Y-Position. So, spielen wir noch Fully Alive von Devory und dann Schluss. Das hat funktioniert. Das war nicht besser. Wow. Checkpoint! Ziemlich bald für ein Devory-Level, oder Checkpoint? Aber es soll mir recht sein. Ich habe komplett vergessen, wie die Notenblockphysik funktioniert. Sehr gut. Alter! Hüpf doch drauf, Mensch! Oh Gott! Oh nein, den muss ich sofort... Oh, okay, aber es ist nicht weit. Ich muss ihn nur ein bisschen sofort drücken. Und er ist groß. Das war... Nee, es war nicht zu weit. Alles gut, alles gut, alles gut. Oh, ich kann das nicht. Na! Das, war nicht so gut. Also diese Stelle. Warum? Warum versage ich an der Stelle so hart?
gibt's doch nicht. So, gleich weiter hier. Zack, zack, zack. Hops, hops. Ach, ich kann das nicht. Dabei muss ich es gar nicht lange machen. So. Jetzt. Uff. Ich denke immer, ich erwische die und dann erwische ich sie nicht. Jo, was? Das ist Ziel. Ihr kennt es, ne? So Stellen, an denen man immer wieder gleich stirbt, sind dann immer die Stellen, bei denen mein Puls ganz leicht steigt. Wenn man 3 Millionen Mal immer den gleichen Fehler macht. Oh, nice. Einfach ins Ziel. Wir gehen keine Ehrenrunde oder da hoch oder sonst wohin. Einfach durch. Oh, Mann. Die Sprünge mit den Mecha-Koopas sind irgendwie komisch. I don't know. So. Das kurz. Ne, wir sind bei 50 Minuten. Jetzt hören wir auf. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ah, die Maus ist wieder hier. Ich muss es jetzt immer mit Klick.